Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple ist wieder am Start und zwar mit der nächsten Review, der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal heute um eine LED-Birne auf 230 Volt mit einer E14er Fassung im A-Plus-Modus. Und ich will euch das Ganze mal zeigen, wie das hier so gestaffelt ist. Und zwar haben wir hier eine LED-Birne, wie gesagt, die hat 4,7 Watt, aufgerundet 5 Watt, sagen wir es mal so, bei 440 Lumen, was ist ja nicht gerade wenig. Und vergleichswert einer ca. 35 Watt Glühbirne. Und ich will euch das jetzt einfach nur mal bewusst machen, wie man jetzt hier so die Unterschiede zwischen LED, der Langlebigkeit sieht, beziehungsweise der Helligkeit an sich. So, wir haben jetzt hier, wie gesagt, eine mit 30 bis zu, sagen wir mal, 30.000 Stunden Betriebsdauer oder 25.000 Schaltzyklen. Gucken wir uns das Gerät mal an. Ist ja eigentlich an sich nichts Besonderes, denkt man sich so, aber ich wollte mal so einen Vergleich machen. So, haben wir das Gerät hier rausgeholt gleich mal. Da haben wir jetzt hier eine Glühbirne im E14er, also 5 Watt, sagen wir es genauso, bei 420 Lumen, sagte ich ja gleich. Und im Vergleich mal habe ich jetzt dazu mal eine 5 Watt Glühbirne mit 2700 Kelvin, die hat 3000 Kelvin, die ist so warm weiß, die sollte eigentlich auch so gelblich ist die, aber ihr werdet gleich mal einen gravierenden Unterschied sehen. Und dann habe ich noch eine andere Birne, und zwar diese Kerzenleuchte mit 18 Watt, die wollte ich euch an sich mal zeigen, wie krass die Stromunterschiede sind. Dazu habe ich jetzt hier mal so ein Gerät. Schauen wir mal. So, und dann will ich das mal verdeutlichen, wie das funktioniert. So, wir haben jetzt hier den Energiemesser, wo wir jetzt hier mal die 18 Watt Birne reinhauen. Und wir sehen, die verbraucht tatsächlich 18 Watt. Die 18 Watt seht ihr hier. Können wir rausnehmen. Zack, geht die wieder weg. Zack, wieder 18 Watt drauf, sieht man das. So eine Birne haben natürlich einen extremen Leistungsverlust, weil die sind zwar auch gut hell für 18 Watt, verbrauchen natürlich aber auch dahingehend viel Strom, weil die viel Wärme abgeben, wie man das jetzt schon merkt, werden die langsam warm. Und die hat jetzt hier die Besonderheit, dass die innen drinnen nochmal eine Birne hat. Das heißt, die Außenschicht, die erwärmt sich zwar auch langsamer und die Innenschicht, die würde jetzt schon knackeheiß sein. So, die nehmen wir jetzt an sich mal raus. Schrauben die mal raus. Hier haben wir gesehen, hat 18 Watt. Verbraucht natürlich was. Lumen-Messgerät habe ich jetzt nicht dabei. Bewegt sich aber auch so ungefähr so um die 400 Lumen, würde ich mal grob sagen. Wenn nicht sogar 500 Lumen aufgrund der 18 Watt. Dann schauen wir uns als nächstes mal die von gut und günstig an. Pass mal auf, das ist eine Energiesparlampe, muss man dazu sagen. Ist kein Witz, die leuchtet schon, ja. So, man sieht innen drin die Form, wie die da innen drin aufgebaut ist. Hat natürlich eine extrem hohe Anlaufzeit. Zack, so langsam wird sie heller und immer heller. Und je länger sie läuft, desto heller wird sie. So, wir können jetzt mal schauen. Die ist jetzt gerade bei 4 Watt, bei 3 Watt in dem Moment. 4 Watt wieder. Man sieht es, so ganz langsam passt es sich wieder an. Und je heller die, also je länger die leuchtet, desto mehr verbraucht die halt an Strom und desto heller wird die Lampe natürlich auch. Die wird natürlich auch minimal warm und die wird natürlich richtig heiß. So, bei diesen Energiesparlampen ist das aber der Fall. Wie gesagt, die Schaltzyklen sind natürlich der Tod für die und die schaffen auch keine 25.000 Schaltzyklen, wie jetzt die LED-Lampe in dem Moment. So, und jetzt hat die hier ihre volle Helligkeit in dem Moment erreicht. Das ist ja schon mal schön, aber man sieht natürlich auch schon im Gegensatz zu der anderen Lampe, es ist schon ein wenig weniger natürlich. So, schalten wir die mal aus. Zack. Und schauen uns jetzt mal die aktuelle LED-Lampe an. Die schalten wir mal rein, drehen wir mal rein und klicken mal an. Ihr könnt ja auf den Stromverbrauch gucken und auf die Helligkeit gleichzeitig. So, und jetzt guckt ihr das mal an. Ist krass eigentlich, ja? Hat auch 4 Watt und ist auf Anhieb hell und extrem hell dazu. Also nicht ein bisschen hell wie die andere Lampe eben gerade, sondern richtig, richtig hell. So, und hat eigentlich, wie gesagt, sogar noch mehr Kapazität als die 18 Watt Birne hier, verbraucht aber bei gleichem Volumen, würde ich fast mal sagen, auch nur ihre 4 Watt, wenn man das mal so sieht. Und da ist eigentlich der Unterschied schon dabei, was ich eigentlich mal zeigen wollte. Wenn man sich das jetzt nochmal so vor Augen hält, zwischen wenig Watt und viel Watt Verbrauch, wie krass eigentlich der Helligkeitsunterschied ist. Und wir sehen es jetzt hier wirklich, die hat wie gesagt wirklich nur die 4 Watt. Wir drücken die weg. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal schnell an mit der 18 Watt Birne, damit der Vergleich auch realistisch ist. Eine krasse Sache eigentlich, hätte es nicht gedacht, dass es so heftig ist, aber man muss sich das doch mal anschauen. Zack. So, und jetzt schaut selber, welche Lampe hat besseren Leuchteinfluss? Ganz ehrlich,
muss man noch ganz an der Stelle sagen, ist doch die LED die bessere Leuchte, die dazu auch noch 4, 8, 12, 16, 4 Stunden leuchten kann mit 4 Watt, im Gegensatz, wo die hier nur eine Stunde leuchten kann, die 18 Watt Birne. Ja, ein bisschen euer Energiebewusstsein an der Stelle erstmal gestärkt. Krasse Sache. Wie die Schaltzyklen natürlich sind, kann ich jetzt so, wie gesagt, über Tage und Wochen natürlich nicht sagen. So, jetzt ist hier runtergegangen auf 17, jetzt wieder auf 18 Watt. Verbraucht aber trotz alledem einfach mal das Vierfache von der LED-Lampe. Wenn man sich das mal so vor Augen hält, können wir mal gucken. Kriegen wir die noch rausgeschraubt? Na klar, die noch mal schnell rein, die LED. Heftig eigentlich, ja, der Unterschied. Trotz alledem krass, die ist sofort angelaufen. Na klar, wie die normale Glühbirne auch. Aber die von dieser Energiesparlampe braucht natürlich eine Ewigkeit. So, wenn man sich das anschaut, dass die natürlich genauso gut läuft hier, von der Dauer hier, beziehungsweise einfach mal in 4 Stunden genau dasselbe verbraucht erst wie diese hier, wo tendiert man natürlich dann zu? Denkt mal selber drüber nach. Nur mal so als Vergleichsvideo. Und wir sehen uns natürlich wie immer bei der nächsten Review oder App-Review. Auf Wiedersehen.